Als Stadtradl Star fühlt sich Ottmar Hermanns nicht, wohl aber als Unterstützer dieser guten Aktion. Für ihn ist das kein Problem, 3 Wochen lang komplett auf das Auto zu verzichten. Er fährt auch so schon seit vielen Jahren rund 10.000 Kilometer jährlich mit dem Fahrrad. Ein echter Stadtradl-Botschafter. Und wir wollen ihn heute, unseren Stadtradl-Star, vorstellen. Das ist der Ottmar Hermanns. Der wird unser Stadtradl-Star in Balve sein. Und zwar stoße ich mich nach wie vor an diesem Wörtchen Star. Bin ich nicht, möchte ich auch nicht sein. Oder das Wort grundsätzlich lehne ich ab. Ich würde also nie das Wort Star in den Mund nehmen für irgendwelche Dinge, die Sportler oder irgendwelche Politiker sind für mich Menschen wie du und ich. Deutlich gesagt, ihnen zuliebe habe ich mich darauf eingelassen, ohne nochmal nach Hause zu fahren. Ich sage, komm, damit sie weiterkommen, mache ich dann das doch. Das ist ja vor 4 Wochen rund gewesen. Genau. Auch die Stadt damit zu unterstützen, dass es in die Gänge kommt, und die Zahlen, die bisher gelaufen sind, sind für mich jetzt wirklich überragend. Es sind schon einige Teams dabei. Wir freuen uns natürlich auch total riesig. Das spiegelt ja auch eigentlich das wider, dass wir mit dem Projekt, auch weil wir erstmalig dabei sind, dass es Interesse stößt, und es geht ja auch wirklich dabei um den Klimaschutz. Anmelden an sich bis zum 18.8. und Nachmeldungen gehen bis eine Woche danach. Dass es bisher so ein Erfolg in Balve ist, schreibe ich eben euch beiden, denke ich mal, überwiegend zu, dass die Presse informiert wurde, dass es frühzeitig in der Presse war. Ich bin ja etwas über 20 Jahre zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad, 230 Tage im Jahr. Und das macht einfach Spaß. Ich merke, dass es gesund hält, dass es natürlich auch nachhaltig ist, dass es dem Umweltschutz dient oder auch dem Menschenschutz. Ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich irgendwie was vorhabe hier in der Gegend, dann überlege ich nicht, setze ich mich ins Auto, ist normal, ich setze mich aufs Fahrrad. Einen besseren hätten wir uns für den Job nicht vorstellen können, weil er wirklich authentisch ist und echt, wirklich echt dazu steht. Und ich denke, das macht sie aus, und das freuen wir uns total, dass er uns wirklich beim Stadtradeln dieses Jahr unterstützt.